Ich bin Sascha Höfer. Ich wohne in Berlin und bin Student. Interface Design in Potsdam. Naja, als Student hat man halt eben relativ wenig Geld. Und da ich halt eben auch beruflich in dem Bereich arbeite, in was ich studiere und auf neueste Technik angewiesen bin, ja, ist das so die günstigste Möglichkeit für mich, etwas da zu mieten. Soweit? Ja, eigentlich gibt es nichts, was ich beanstanden könnte, außer vielleicht die anfängliche Lieferzeit, aber das ist ja von vornherein so gesagt. Also darauf ist man eingestellt. Momentan gar nichts. Also ich habe wirklich nur den Laptop, das MacBook. Ja, also in dem Sinne ist es wirklich das erste Mal. Weiß ich gar nicht, wie ich auf euch aufmerksam geworden bin. Ich glaube, ja doch, über YouTube. Dann habe ich mir das mal angeguckt, habe mich ein bisschen länger damit auseinandergesetzt und habe mir dann gedacht, okay, das nutze ich doch mal. Es ist halt eben so, dass man, selbst wenn man wenig Geld zur Verfügung hat, wie ich als Student, relativ schnell an neue Technik kommen kann. Ich habe ja jetzt erstmal die Mietlaufzeit von einem Jahr und werde mal schauen, ob ich mich dann vielleicht nächstes Jahr dazu entscheide, mir Neueres zu holen oder ob ich immer noch damit zufrieden bin. Und dann werde ich mal so entscheiden. Weil ich mir einfach finanziell nicht leisten konnte. Also ich glaube, das kostet ja neu so 3.000 aufwärts und das war für mich einfach nicht drin. Ja, an sich eigentlich schon. Ich hatte schon mal überlegt, mir eine Smartwatch zu holen und sollte irgendwann mal mein Smartphone den Geist aufgeben, eventuell auch ein Smartphone darüber zu mieten.